Servus. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das Video veröffentlichen werde. Müssen wir mal schauen. Bin gerade unterwegs, City Bielefeld. Da ich ja in Gütersloh arbeite und in Bielefeld lebe, komme ich eigentlich unter der Woche nie dazu, zum Arzt zu gehen. Ist unmöglich. Ich habe glücklicherweise einen Doc, der auch samstags mal eine Sprechstunde einrichtet, und zwar genau für die Leute, die eben so unter der Woche nicht zu ihm kommen. Es gibt auch Docs, die haben dann abends bis 8 auf oder noch länger, aber meiner nicht. Ich schaue euch gerade mal die Straße hier, die ich überbrücke. Nichts Besonderes, ganz normale Straße. Ich will einfach ein bisschen rumlabern. Mir ist langweilig und ich dachte mir, auf dem Weg in meinen Garten kann ich euch auch schon mal voll labern. Ihr müsstet die Leute sehen. Ich stehe ja hier an der Kreuzung und laber mit euch und die denken alle, guckt ihr den Spacko an. Jetzt filmt er sich selber. Okay, also. Was ist im Moment so los in der Dampfer-Community? Nach wie vor ein wahnsinnig großes Thema, das temperaturbegrenzte Dampfen. Das spaltet ja auch einige. Mods ohne Ende. Die Chinesen bringen keinen Mod mehr raus ohne die Temperaturbegrenzung. Einige richtig gute, einige mit Original-DNA-Baustein. Da sind die ja auch echt schlau geworden, ne? Ob es jetzt Hartzia ist oder aber, wer ist denn jetzt noch, irgendeiner bringt noch einen Teil von denen, auf jeden Fall mit Originalbaustein. Und die sehen auch richtig gut aus und dann sind die auch noch richtig gut verarbeitet, das kommt dazu. Die kosten aber auch richtig Geld, also $100 ist nichts oder mehr. Dann haben wir ja unseren eigentlich Lieblingschinesen, Yihi. Die haben ja auch einen wahnsinnig guten Chip rausgebracht. Nicht nur einen, wir waren mit dem SX350 schon sehr zufrieden. Und zusätzlich haben sie dann jetzt den SX350 Mini. Das ist natürlich genau das, was wir gebraucht haben. Ja. Und jetzt, ihr seht schon gerade, endlich was Deutsches. Die Codes. Sehr bekannt, sehr kontrovers gestartet mit ihrem Ur-Dunny, der eigentlich perfekt war, aber der Ohmmessung bei die Codes zu Beginn nicht so die Beachtung zugesprochen wurde oder ja, nicht so ernst genommen wurde, wie sie bei uns Dampfern eigentlich genommen wird, ja. Die Ohmmessung ist ja für manche Dampfer das Neue Testament. Sie ist wichtig, definitiv, aber ich behaupte mal, jeder Dampfer, der nach einem Kaifun Light sich einen neuen Selbstwickler holt, ist soweit zu wissen, dass er mit unterschiedlichen Drähten und mit unterschiedlichen Wicklungen unterschiedliche Ohm-Werte zustande bringt. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Okay, temperaturbegrenztes Dampfen. So, da bin ich wieder. Musste ein paar Moment gehen, hab jemanden getroffen. Ja, im Moment dampfe ich auch den Lemo. Das ist eigentlich recht interessant, das Gerät. Es kam jetzt direkt aus China und ihr könnt es gar nicht glauben. Ich habe es am 13. wurde es versendet von Fastech und am
Wir haben heute den 20. Am 18. war das bei mir. Also es lag unten auf dem Briefkasten, als ich nach Hause gekommen bin. Das bedeutet, das hat keine 5 Tage gedauert, ne? Von Fastech aus China. Das ist mal eine Hausnummer. Wenn das jetzt immer so geht, das war Hongkong Post. Kann ich nur empfehlen. Das ist einfach unglaublich. Ich dachte erst, hä, was kommt da denn? Du hast doch gar nichts mehr im Zulauf. Und da war tatsächlich der Lemo drin. Ich kann verstehen, dass den so viele mögen. Nebelmaschine, geschmacklich auch ganz gut. Lässt sich einfach befüllen, lässt sich einfach wickeln. Temperaturbegrenztes Dampfen ist damit möglich. Aber irgendwas fehlt mir. Vielleicht bin ich auch verwöhnt wegen dem Dampfen mit dem K4. Ja, aber da fehlt mir was. Da ist geschmacklich, ist der einfach meiner Meinung nach zu flach. Ich denke, alle Selbstmischer, die machen einfach ein paar Prozent mehr Aroma rein und alles ist gut. Aber was ist jetzt mit den Leuten wie mir, die sich zum Beispiel Zigarillos von HOL holen? Ja, das ist nicht wirklich der Selbstwickelverdampfer, den ich erwartet habe. Dann sträube ich mich immer so vor Dualkohls, sonst hätte ich schon längst, mir wie heißt er denn, dieser Kaifun-Nachbau, den Orchid geholt. Ja, der soll ja geschmacklich auch wunderbar sein. Aber das ist auch irgendwie, sträube ich mich ein bisschen. Und dann habe ich gestern in einem Video gesehen bei den Vaping Bastards. Da haben sie dann den Billow V2, also regelrecht in den Himmel gehoben. Ja? Die junge Frau, die Andrea heißt sie, glaube ich. Wenn ich mich nicht vertue, ansonsten entschuldige. Also, die ist sowas von steil gegangen, als sie den gewickelt hat. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist echt der Hammer. Hier ist übrigens ein Lokal, wo ihr auch dampfen dürft in Bielefeld. Hier ist die E-Zigarette erlaubt. So, servus. Hi, Videotagebuch? Ja, nicht ganz. Nicht ganz. So, ein recht nettes Lokal. Kannst du dampfen, schmeckt gut, der Kaffee, alles bestens. So, Billow V2. Ich muss ja echt sagen, ne? Alles, was sie vorgebracht haben, das war echt cool. Ein bisschen Angst macht mir die Wärmeentwicklung, aber scheiß drauf, wir haben das temperaturbegrenzte Dampfen. Also, ich werde mal gucken, ob ich mein Lemo V2 nicht gegen den Billow V2 tauschen kann. So, hier ist auch Fahrradverkehr. Und ja, ich meine, da ist noch das komplette Zubehör bei. Der ist ja jetzt gerade mal 2 Tanks gedampft. Das werden wir wohl hinbekommen. Ja, jetzt bin ich hier so langsam back on the roots, also mitten in der City. Ich komme ja ursprünglich aus Hessen, Lampete. Dort bin ich geboren und mit meinem 6. Lebensjahr dann hier nach Bielefeld. 98 bin ich dann für 12 Jahre nach Frankfurt gezogen, am Main. Und 2008 zurück. Daheim ist es halt immer noch am schönsten, ne? So, ich gebe euch noch mal einmal einen Umblick. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, 360 Grad Bielefeld. So, Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Bye. Ja, mache ich mal mein Doku weiter.
haben unsere erste Nacht hier im Garten verbracht und ich sag's euch, meine Freundin, ey, hat sich fast ins Hemd gemacht, ne, vor Schiss. Keine Ahnung warum. Naja. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen aus dem Konzept, habe ein bisschen den Faden verloren. Ich glaube, ich hatte zum Schluss den Lemo 2. Eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von. Passt auf, wenn einer von euch einen Billo V2 hat, ich wäre bereit zu tauschen. Außerdem habe ich noch einen Aetna mit 2.18.500 dann, 2.18.350er, 1.18.650er Röhre. Also, der ist perfekt in Schuss. Das Teil gibt alles. Natürlich mit Garantie noch und so weiter. Und da ich mir den Danny V2 gekauft habe, muss ich ihn abgeben. Ich kann es mir einfach nicht leisten, zwei Stück irgendwie. Mir fehlt diese Kohle jetzt, die ich da irgendwie einkalkuliert habe. Ich habe echt gedacht, der geht eher weg. Aber okay. Ja, und dann, ich mache mir doch jetzt so etwas Sorgen bezüglich der Tabakrichtlinienumsetzung. Ich habe das ein bisschen belächelt. Ich meine, ich bin ja noch nicht zu spät, aber das hätte ich so nicht gedacht. Habe ich so nicht wahrgenommen. Tja, ich werde mir also jetzt Base holen müssen. Ich wollte mir in Amerika welche holen. Einen Liter PG mit 10%. Wenn das mit Zoll und allem hier ist, ist das genauso teuer wie hier die 72er. Nur kriege ich das. Falls ihr Erfahrung habt damit, euch Base in Amerika zu bestellen, gebt mir mal eine Rückmeldung. Oder welche Base überhaupt? Ich wollte mir eigentlich die von Hiswave holen dann. Ja, okay. Ich frühstücke eine Runde und dann sehen wir uns gleich nochmal. Mal gucken, mit was für Themen ich noch komme. Aber mit der Base, vergesst das nicht. Also die von Hiswave, das Angebot, die 72er, der Liter in 10 Flaschen a 100 Milliliter aufgeteilt, finde ich eigentlich perfekt und auch für den Preis. Es darf nicht mehr wie 85 Euro kosten, meine ich. Billiger wäre natürlich toll. Ich weiß auch, dass es ein Angebot gibt von diesem Forum. Das werde ich mir aber nicht kaufen. Auf keinen Fall werde ich mir das kaufen. Und zwar nicht, weil ich weiß, ob die schlecht oder gut ist, sondern wegen der Aktion mit Hiswave. Da haben sie sich für mich völlig aus dem Radar geschossen. Die sind für mich jetzt eigentlich nicht mehr präsent und auch nicht mehr relevant. Aber das ist meine persönliche Meinung, ne? Das muss jeder selber wissen. Ich mache es nicht. Ich werde das nicht unterstützen, sowas. Ja. Ich frühstück jetzt eine Runde. Ich quatsche immer mal wieder ein bisschen schmint. Und wir sehen uns, okay? Danke. So rapide, dass ein hochleistungsfähiger Prozessor diese Ohm-Werte, die ständig gemessen werden, in Echtzeit festhält, unterscheidet und entsprechend einer Umrechentabelle dann die Temperatur errechnet. Ihr seht, da ist nichts mit Wendelmessen oder so. Ja, jeder, der das glaubt, liegt da leider falsch. Das ist ein reines Rechenexempel und zum Glück gibt es auch in unserem Dampfermod schon so hochleistungsfähige Speicherbausteine und Boards, Elektronikboards, die das perfekt können. Ja, da gehört Evolve zu, Yihi und Decodes. Die drei haben es voll drauf. Natürlich hat Kangxin da was wirklich Gutes. Mittlerweile eigentlich fast alle.
Aber ihr seht es daran, dass die Chinesen ja mittlerweile Evolve Boards verbauen, dass eben das immer noch das Nonplusultra ist. Beste Beispiel ist dieser Mod von EFRO. Sehr, sehr günstig, sieht toll aus, ist bestimmt nicht schlecht, 18650er, aber die Regelelektronik, was die Temperaturbegrenzung betrifft, ist eine Millisekunde zu langsam, so dass die Watte angegriffen wird. Okay, Post, dieser Scheißverein. Okay, die sind jetzt am Streiken. Sie streiken ja eigentlich nicht wegen Geld, sondern sie wollen nicht, dass die Post weitere Gesellschaften eröffnet, damit dann die Neuangestellten wohlgemerkt, in diese neuen Gesellschaften integriert werden, wo es eben weniger Geld gibt, wie bei der Post allgemein. Und die Post hat gesagt, alle, die jetzt schon bei uns sind, die werden niemals weniger verdienen, ganz im Gegenteil. Und diese Gesellschaften, du verdienst etwas weniger, aber weit mehr als jeder andere Postdienst. Und deshalb, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Das, was da an Geld verpulvert wird auch jetzt, da verstehe ich auch die Post nicht. Die muss sich das doch auch ausrechnen. Pass auf, 14 Tage Streit kosten mich so und so viele Millionen. Diese Millionen überbrücken jetzt wie viele Jahre den Lohn. Aber gut, wer bin ich schon, dass ich das beurteilen kann? Ne? Ich bin ein einfacher Personalberater, der sowieso keine Ahnung hat. Was gibt's sonst noch? Ja, mit den Selbstwickelverdampfern. Leider habe ich ihn damals abgegeben, der Oregon-Nachbau. Ich hätte ja gerne wieder einen, den 6 Milliliter, mit 6 Milliliter Tank. Erstmal 6 Milliliter, aber das Einzige, was mich an diesen ganzen supergeilen Tanks stört, ist der Liquidverbrauch. Ganz ehrlich, natürlich sind Dampfwolken was Schönes und Geschmack ist wichtig, ja? Aber wenn wir jetzt einfach mal das Nonplusultra beachten, die Kaifun-Serie, die dampft, die schmeckt und die hat einen moderaten Liquidverbrauch, diese Tanks. Du kannst eigentlich selbst gekauftes Liquid nicht durch solche Tanks dampfen. Meiner Meinung nach, also es gibt bestimmt Leute, denen macht das nichts aus, die können für Liquid hunderte von Euros ausgeben. Ich kann es nicht, deshalb, ich habe mir jetzt mal wieder zwei Aromen bestellt und bei Jaelic, du kriegst ja auch mittlerweile 100 Milliliter für 20 Euro, dann ist das also vertretbar, ja. Aber ansonsten sträube ich mich davor, aber sie schmecken natürlich wahnsinnig gut, ne. Genau wie der Billow V2, der soll ja auch so toll schmecken, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da arbeite ich ja auch drauf hin, dass ich ihn mal kriege. Oder der Goliath, der V2, der neue von Ute. Soll auch super sein. Der Goliath 1 war wohl schon recht gut. Dann müssen wir mal das Video angucken beim Vapor Cloud. Der ist ja recht begeistert davon. Oder, ja, was haben wir da im Moment denn noch? Der Goblin. Jetzt gibt es den Goblin Mini. Also wenn der so eine Wärmeentwicklung und so einen Deck hat wie der normale Goblin, wer kriegt den Dampf noch in den Mund? Aber wir haben ja die Temperaturbegrenzung. Da ist nur die Frage, kriegst du denn so eine Dualkohlwicklung hin, dass sich das der Mod überhaupt noch packt? Titandraht, sage ich nur. Sollte man dann mitprobieren. So, ich hatte dann auch jetzt mal bei Gräfe oder Grafe mir Unterlegscheiben gekauft, weil ich habe ja immer ein Gap gehabt. Schaut mal. Ist nicht mehr. Ich habe mir also Unterlegscheiben von 0,1 bis 1 mm gekauft, ein paar Stück. Somit kann ich alles überbrücken. Warum ich hier immer noch einen kleinen Gap habe beim K4, frage ich mich. Andere haben das nicht. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es da eine Streuung gibt. Vielleicht muss ich tatsächlich den Pluspol mal abschleifen. Herrlich, ich sag's euch. 17 Watt, 185 Grad mit Nickel 0,16 Ohm.
Das schmeckt so geil. Du kannst so vieles aus diesen Liquids jetzt rauskitzeln. Ey, ihr wollt da mal sehen. Klein Scheiße. Da ist sie. Schwänzelt hier um mich rum. Bibi. Bibi. Da gucke mal. Da gucke mal. Da gucke mal da. Da. Ja, fein. Bist du eine schöne Katze? Bist du eine schöne Katze? Mein Goldstück. Ja, ist ja gut. Ja, ich erwarte zwei Liquids. Ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht bei Facebook und habe 10 Euro Gutschein gewonnen. Mindesteinkaufswert 13,85 Euro. Okay. Ich habe mir zwei amerikanische Liquids besorgt, die ich mir so auch nie gekauft hätte. 7 Euro für 10 Milliliter. Bin ich sehr gespannt drauf. Werde ich euch natürlich vorstellen. Was habe ich mir noch bestellt? Ja, von Jaelic Bananenmilchshake. 100 Milliliter habe ich mir bestellt. Ist da gerade im Angebot. Die haben gerade echt gute Liquids für 11 Dollar 100 Milliliter. Da müsst ihr euch mal angucken. Das ist der Hammer. Was gibt es sonst noch Neues? Ja, ich suche unbedingt eine Software. Ey, ich finde keine Software. Gut, ich will jetzt nicht hunderte von Euro ausgeben, um ein Intro zu erstellen. Ich habe schon von jemand angeboten bekommen, der das für mich machen würde. Finde ich echt cool. Vielleicht nehme ich das Angebot an. Ein Intro erstellen und dass ich was in meine Videos einfügen kann, Text einfügen kann, sodass ihr einfach noch ein bisschen besser informiert seid. Das ist mir echt wichtig mittlerweile. Ich finde es ja auch unmöglich, wenn man irgendwie so ein ganz schlimmes Bild hat, wie es zu Anfang war. Dann mit dem iPhone ging es ja schon. Jetzt mit der Kamera finde ich eigentlich das Bild echt klasse. Ja, mal gucken. Ich dürfte eventuell bei der Dampfermesse den Aufbau beobachten, ob ich das hinbekomme, weil dann müsste ich ja übernachten dort. Ist ja ein Tag vorher der Aufbau, würde mich aber schon interessieren und vielleicht geben ja manche Shops und Händler und Hersteller und Modder mir auch die Erlaubnis, da mal ein bisschen zu filmen, damit ich euch das zeigen kann. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie gewuppt kriege, auch vom Geld her. Ja, und was gibt's denn sonst noch? Na, nichts Besonderes. Das war's erstmal. Das ist auch einfach nur mal so ein Video zwischendurch. Wenn ihr Bock habt, guckt es euch an. Ansonsten lasst das einfach. Ich danke euch und denkt dran. Vape safe und vape on. Bye.